Kilometer vor Almería. In Richtung Berge geschaut, ein Gewächshaus neben dem anderen. Also Folienhäuser ohne Ende auf der rechten Seite auch. Das geht jetzt schon die ganze Zeit. Hier ist tatsächlich die Agrarindustrie. Und was pflanzen die denn hier alles an? Das sieht auch teilweise richtig schmutzig aus. Also überall Folien rumfliegen und teilweise zerstörte Folienhäuser. Ja, das ist ganz schön Anblick. Jetzt nehmen wir auch die Kühlzüge zu. Alles ab zum Lidl und Edeka und Aldi und wie die alle heißen. Wer weiß, was da drin ist. Das hätte ich mir so nicht vorgestellt. Und wie hässlich diese Folienhäuser sind. Bis an den Berg heran. Das wollte ich euch mal zeigen. Aber man kann da so viel drüber schreiben, wie man will. Das muss man irgendwie gesehen haben, weil es ist eigentlich unglaublich. Also wenn man jetzt nach rechts guckt, ich kann jetzt die Kamera nicht schwenken, weil ich muss auf den Verkehr hier achten. Das geht bis ans Wasser runter. Ein Folienhaus neben dem anderen. Und die sind groß. Junge, Junge. Jetzt kommt noch mal eine Puppe, vielleicht sehen wir da noch was. Gleich sehen hinter diesem Industriegebiet hier, da kommen wieder die Folienhäuser und dahinter ist das Meer. Ja, 28 Kilometer bis Almería. Hier muss doch die Hochburg sein. Leider nichts zu sehen, tut mir leid. Nur diese Industriebauten hier. Fabriken. Ah, dahinter kann man sehen. Ja, so ab und zu kann man auf die Folienhäuser. Hier ist wieder ein Ausblick, hier kann man es wieder sehen. Ja? Das geht tatsächlich runter bis ans Meer. Folienhäuser. So. Das wollte ich euch nochmal zeigen.